Die Salzburg-Sparkasse ist ausgezeichnet worden als bester Lehrbetrieb Salzburgs in der Sparten Banken und Versicherungen. Das kennt ihr nicht von irgendwo, denn wir haben ja die besten Lehrlinge. Wenn ich meine Freunde erzähle, dass ich in der Sparkasse arbeite, was ich gelernt habe und so weiter, dann staunen sie eigentlich. Ja, weil es da eher am Lohn schon noch ein gehobener Beruf ist. Man hat schon Herausforderungen. Also, das ist nicht der Job, was man gleich einfach so kriegt, sondern man muss schon auch was tun dafür. Man kriegt eine super Ausbildung, auch schon schulmäßig und von den Seminaren her, man wird super unterstützt. Wertpapiere, Finanzierungen, Versicherungen und so weiter, das klingt ziemlich kompliziert, aber das ist es eigentlich gar nicht, weil wenn man es in der Praxis umsetzt, dann ist es eigentlich viel einfacher, als es im Theoretischen klingt. Im ersten Lehrjahr ist man in der Zentrale, also Schule, vor dem braucht man am Anfang gar nicht haben, weil dann hat man eigentlich nur eher mit den Kollegen im Vertrieb was zu tun. Es ist einfach so, dass man den Hintergrund eigentlich von der Bank kennenlernt. Da wird man halt bestmöglich immer von jeweiligen Ausbildern auch unterstützt. Man wird eigentlich aufs Filialleben schon gut vorbereitet. Und wenn das erste Jahr dann vorbei ist, kommt man dann in die Filiale. Es ist schon so, dass man in der Nähe vom Wohnort, wenn der Platz frei ist, dass man da eingesetzt wird. Und es wird sehr geschaut, dass man wirklich guten Platz erwischt. Da wird man halt anfangs dann an der Kasse eingeschult, einfach, dass man mit den Menschen also besser zurechtkommt. Das Telefonieren ist ganz wichtig. Hinübergehend dann aufs dritte Lehrjahr ist man halt dann auch schon bei Kundengesprächen dabei. Und da lernt man total viel durchs Zuhören. Und mittlerweile kriegt man dann auch noch schon Kunden und dann darf man auch selber schon Beratungsgespräche machen. Es ist immer irgendwer am Anfang nebenbei, dem was man fragen kann. Und wenn man sich selber dann sicher fühlt, dann ist es jedem seine Entscheidung, ob er schon so weit ist oder noch nicht. Also im Vergleich zu anderen Lehrberufen verdienen wir halt sehr, sehr gut. Die Lehrlingsentschädigung ist eine von den besten in Österreich, was man kriegt. Also da kann man sich auch glücklich schätzen. Wenn man 3 Jahre lernt, hat man 2-mal im Jahr 5 Wochen zum Berufsschule gehen. Es ist sehr stressig, echt oft. Man hat viel zum tun, also es wird dann nie fad in der Schule. Aber so im Heim ist es einfach viel klasse mit den ganzen Kollegen, Schulkollegen. Nachdem man sich dann auch besser kennenlernt nach der Zeit und man hat auch seinen Spaß auch daneben. Also so ist es nicht, dass man nur am Lernen ist. Also wenn ich mir meine neuen Kollegen aussuchen könnte, dann wären das halt Menschen, die was total hilfsbereit sind, mit einem Teamgeist immer dabei sind, die anderen unterstützen, dass man so zusammen die Ziele erreichen kann. Man braucht unbedingt das Teamwork bei uns, weil allein kann man die Ziele fast nicht erreichen. Und wenn man wirklich im Team ist, kann man alles schaffen und man kriegt dafür weiter. Also auf jeden Fall braucht man halt einmal Offenheit, Kontaktfreudigkeit und auch Selbstbewusstsein. Ja, ich war mir am Anfang schon sehr unsicher, ob ich für das da wirklich geeignet bin mit den Kunden, weil ich am Anfang ziemlich schüchtern war und doch auch ziemlich schwer auf fremde Leute zugekommen habe. Und ich merke, seitdem ich in der Filiale bin, dass sich das voll gebessert hat. Man lernt dazu, das ist unbeschreiblich, wie man da die Steigerungen sieht. Da passen Menschen ein, die Freude an der Arbeit haben. Das finde ich das Wichtigste, dass man, wenn man das hat, dann kann man wirklich viel erreichen. Also ich bin sehr stolz drauf, also, dass ich die Entscheidung auch getroffen habe. Den Rest, die Fachkompetenz und alles, das lässt sich alles lernen. Sicher, es ist jeden Tag was Neues. Man lernt nie aus. Super.